Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Erstmal tut mir leid, wie ich klinge. Ich bin leider absolut erkältet. Und jetzt geht es aber so langsam wieder, kein Fieber mehr. Und deswegen kann ich jetzt auch endlich wieder Videos drehen. Jetzt werden endlich wieder mehr Videos kommen. Und ich habe trotz Erkältung endlich mal einen Ausflug für euch gemacht, den ich euch schon lange versprochen hatte zu machen. Denn ich wurde schon sehr oft danach gefragt. Und zwar war ich im Ikebukuro Life Safety Learning Center. Dort werden nämlich unter anderem Erdbeben von Stärke 7 simuliert. Das war auch das, was ihr hauptsächlich sehen wolltet. Aber ich war nicht nur beim Erdbebensimulator, sondern ich habe die ganze Tour damit gemacht. Und zwar ist die ganze Tour auf Japanisch, geht ungefähr so 1,5 bis 2 Stunden. Als erstes haben wir so ein kleines Feuertraining gekriegt, wo wir dann auch selber mit einem Feuerlöscher löschen mussten, sozusagen. Natürlich kein echtes Feuer. Übrigens, gleich kommen natürlich auch die ganzen Aufnahmen davon. Ich wollte nur ein bisschen so eben was dazu erzählen. Und dann mussten wir noch vor Rauch flüchten. Also uns wurde so gesagt, wie man am besten in so einem dunklen Raum voller Rauch flüchten kann. Haben die dann auch wirklich simuliert mit so Fake-Rauch und wir mussten dann da in Gruppen da durch. Und dann gab es halt auch noch den Erdbebenteil und das war wirklich, wirklich krass. Also man saß halt immer so mit 4 Leuten an einem Tisch. Also die haben da halt so einen Küchentisch hingestellt. Und dann fing plötzlich ein Erdbeben von Stärke 7 an. So schlimm war nämlich auch das Kanto-Erdbeben 1923 und das Tohoku-Erdbeben von 2011, also Fukushima. Und ich muss sagen, es war wirklich schwer, sich an diesem Tischbein festzuhalten. Wir mussten dann also unterm Tisch kriechen, wie man es auch beim echten Erdbeben machen soll, und uns da am Tischbein festhalten. Und es war wirklich schwer. Also man wurde so durchgerüttelt. Und das war nur ein Simulator. Und ich wusste, dass der natürlich das nur ein Simulator ist. Aber wenn ich mir vorstelle, dass das wirklich jetzt in diesem Moment einfach so passiert in meinem Zimmer und ich wüsste, es ist kein Simulator und die Erde bebt gerade einfach so. Also richtig krass. Richtig, richtig, echt eine heftige Erfahrung, die ich nicht als Nicht-Simulator erfahren möchte. Und dann wurden uns auch noch Videos gezeigt. Also am Ende haben wir ein längeres Video noch gesehen über diese Katastrophe 2011. Ich muss sagen, es war wirklich sehr informativ. Und ich kann jedem von euch, der irgendwie in Tokio ist und Zeit hat, auch empfehlen, das einfach mal mitzumachen. Es ist umsonst. Ich verlinke euch auch die Homepage von denen einfach mal in der Videobeschreibung. Ihr könnt es aber auch googeln. Es ist halt direkt auch an der Fire Station von Ikebukuro. Und ich finde es echt eine gute Sache, dass sie das machen. Man kann echt einiges lernen. Und ja, einfach mal am eigenen Leib erfahren, wie sich dann so ein Erdbeben Stärke 7 anfühlt. Und dabei haben die dann im Hintergrund auch noch echte Videos, die halt während des Erdbebens damals gemacht wurden, gezeigt. Und das war echt ziemlich unheimlich. Also echt krass. Naja, guckt euch einfach mal an, was ich gestern da so mitgefilmt habe. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Viel Spaß mit dem Video.3つあります。ピン、ホース、レバーっていうふうに覚えますよ。ね。で、消火器の運び方ってことこれ書いてありましたよね。OK、重いよね。はい、これ行ってみましょう。じゃあ、一本後ろを下がってください。映像が出たら、後ろを振る。はい、レバー。はい、レバー。 地震が起きる仕組みについて解説したいと思います。地震を知るにはまず地球の構造を知る必要があります。地球の表面はプレートと呼ばれる岩盤でできています。震動と言います。地震が起きた時に津波が一緒に起きることがあります。海底の地下で地震が起きると海底が跳ね上がります。 その動きが海面を押し上げてできた波が津波なのです。津波は海底から海面までの海水全体の動き。です。そのため破壊力がとても大きいのです。
日本を襲いました。地震の規模はマグニチュード9.0。あの時東北地方では、そしてこの東京では一体何が起こっていたのでしょうか。 東日本大震災では、これまで想像もしなかったような様々な災害が起こりました。今私がいるのは、今回の地震で大きな被害のあった地域の一つ、宮城県女川町です。東北地方太平洋沿岸の各地は、日本でも津波に対する備えが大きく進んだ地域だったのですが、今回の地震による津波の威力は、これまでの想定をはるかに超える 巨大なものでした。大きな被害をもたらした今回の大地震、全てはこの沖合およそ 130km 離れた海底下から始まりました。地震は日本のあらゆる場所で起きます。今回発生した地震は プレート境界型と呼ばれるタイプのものです。プレートというのは、地球の表面を覆う硬い岩盤の層のことです。プレートはいくつかのブロックに分かれていて、それぞれ違う方向に1年間に数センチずつ動いています。三陸海岸の沖は、海のプレートが陸のプレートの下に沈み込んでいくところにあたります。 海のプレートに引きずり込まれるようにして、陸のプレートが変形し、歪みが溜まっていきます。そして限界に達した時、陸のプレートは元に戻ろうとして跳ね上がり、地震が発生するのです。津波はまるで海が盛り上がるように押し寄せ、時間をかけて陸地の奥まで侵入していきます。 So, meine Lieben, das war's. Ich hoffe, ich habe euch einen kleinen Einblick geben können, wie es da so war in dem Life Safety
Learning Center. Leider war das bei dem Erdbeben-Simulator ziemlich dunkel und die waren auch ein bisschen pingelig mit den Videos. Also ich durfte auch eigentlich nicht andere Leute damit aufs Video kriegen, aber manchmal ist es halt leider einfach passiert. Es war nicht wirklich möglich, nur meine beiden Freunde zu filmen, die dabei waren. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem einen kleinen Einblick gegeben und ich freue mich wie immer sehr über eure Meinung. Lasst dem Video auch gerne einen Daumen nach oben da und mir ein kostenloses Abo und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann!